Ja, hallo zusammen. Heute werde ich für euch einen Rosenstrauch vor einer alten Tür in Acrylfarben malen. Und dabei setze ich zwei wirklich spannende Techniken ein. Heute werden wir mal zwei neue Techniken ausprobieren, die ihr vielleicht schon kennt, vielleicht aber auch nicht. Und von daher mache ich die jetzt einfach mal. Und zwar zum einen habe ich hier in einem Stück Papier halt Eierschalen zerbröselt in viele kleine Stücke. Am besten sind die Eierschalen getrocknet, die waren jetzt leider noch ein bisschen feucht, deswegen kleben sie noch ein bisschen. Und dann habe ich hier noch was, das nennt sich Krakelierlack. Und das macht halt Folgendes: Wenn man das auf die getrocknete Acrylfarbe aufträgt und darüber nochmal drüber arbeitet, dann kommt die drüber gearbeitete Farbschicht, die bildet dann Risse. Und ich finde, dass das halt unheimlich toll hier so, dass ich damit, hoffe ich, dieses Mauerwerk vor allen Dingen im unteren Bereich gut nachempfinden kann. Ne? So, also, die Farbe hier unten ist schon trocken. Das heißt, hier kann ich den Krakelierlack schon mal auftragen. Nehme ich einfach einen stinknormalen Pinsel. So, und hier unten, den Bereich. Und hier den Bereich. Ich mache es jetzt nicht komplett, weil es wird das Bild, glaube ich, ein bisschen erdrücken. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, die Eierschalen aufzutragen. Nochmal weiße Farbe oder Gesso, das ist völlig egal, also was ihr dafür hernehmt. Ne? Und jetzt nehme ich einfach die Farbe, trage die hier schon mal relativ dick auf. So, und dann drückt man halt einfach die Eierschalen da so rein. So, und jetzt wird das Ganze geföhnt, bis es trocken ist, und dann können wir loslegen. Okay, los geht's. An Farbe habe ich preußisch Blau. Cölinblau, meine Universalwaffe, und dann mal ein ganz anderes Rot, Zinnoberrot. Das habe ich jetzt mal aus Verlegenheit genommen, weil ich meine üblichen zwei Rotsorten nicht hier habe. Cadmiumgelb, und um es mir heute ein bisschen einfacher zu machen, mit den Grüntönen habe ich Permanentgrün noch genommen und natürlich Titanweiß. Also mische ich mir das einfach, indem ich Gelb und Rot mische. Und das ist natürlich jetzt viel zu knallig, und wenn ich Orange abdämpfen möchte, dann muss ich die Komplementärfarbe nehmen. Das wäre in dem Fall halt Blau. Und dann seht ihr schon, dass die Farbe jetzt deutlich gedeckter ist. Aber ich glaube, ich muss noch mehr Rot nehmen. Ja. Jetzt seht ihr, dass es hier halt wichtig ist, wirklich, also nicht darauf zu achten, dass man hier perfekt ist, weil sonst kommt einfach dieses mauerartig von der Wand nicht so gut durch. Ich nehme jetzt nochmal weiß, ein bisschen pink, noch mehr weiß, richtig hell, und lege da jetzt einige Akzente drüber. So, nach unten kann es ruhig ein bisschen intensiver rot werden. Ne? So, hier da läuft so eine Kante entlang. Also da ist so ein kleiner Versatz unten an der Mauer. Und da sehe ich halt ein Cölinblau mit ganz viel Weiß. Violett kriegen, so ein dunkles, und dann mache ich halt hier einen Schatten drunter. So, zack. Jetzt kommt die Mauer, diese kleine Mauer hier. Da viel Rot, viel Gelb. So, genau, und der Krakelierlack macht jetzt schon seinen Job. Ich sehe nämlich hier, wie die Farben schon springen, und das zeige ich euch gleich. Jetzt kommt die Straße hier unten, die ist überwiegend ein bisschen gelb mit ganz viel Weiß. Hier darauf achten, dass hier noch ein bisschen Schatten bleibt, dass diese Ecke hier ist, weil das macht dann die Glaubwürdigkeit des Objektes aus. Und hier tupfe ich das jetzt ein bisschen hier in den Schattenbereich rein, weil wenn ich nachher den Schatten drüber. ...3D-Effekt. Okay, so, die Farbe kann man nämlich auch hier unten nehmen, unter der Stufe hier. Und dann, weil wir hier jetzt nicht so viele Details haben, kann ich mal endlich mal wieder in aller Ruhe
ein paar Details nämlich reinwurschteln. Dunkles Violett, also arbeite ich jetzt in dem Fall jetzt lieber mit einem Violett als mit einem Schwarz, weil es einfach besser wirkt. Wenn euch das Video bisher gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und ein Abo auf meinem Kanal, denn damit fällt es mir einfacher für euch, weitere Videos zu drehen. So, da imitiere ich jetzt so einige Abbrüche hier. So, jetzt nehmen wir den Schatten, das ist Kylinblau, Preußischblau, Viehweiß und Rot. Jawohl, war nicht getroffen. Und das meinte ich jetzt eben, ich tupfe die Blätter praktisch von dem Baum, also die stehen Schatten von den Blättern nur so auf. So, und da sind halt diese gelben Stellen, die noch durchschimmern und die ganze Sache halt ein bisschen glaubwürdiger erscheinen lassen. Dann begeben wir uns an die Tür und es ist halt ein tolles Braun. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal hier gemischt. Eine dunklere Bohle. Ich mache jetzt eine Brettertür draus. Hier. Jetzt kommen die sozusagen die Bretter. Es wird so ein dunkles Violett. Hier an der Seite ist noch eine Klingel. Deute ich auch nur an. Ach, machen wir zwei Griffe. Ich habe jetzt ja auch eine zweiflügelige Tür hier. Will ich jetzt auch noch ein bisschen abdunkeln hier. Demonstriert es mal, ne? Dann sieht es jetzt so aus, als wenn der obere Teil im Schatten wäre. So, und mit der Farbe gehe ich jetzt hier oben gleich weiter, weil diese etwas dunklere Farbe hier. Ich entferne mich jetzt mal farblich ein bisschen vom Original. Das heißt, ich nehme die Farbe und hält die jetzt einfach auf und nehme dieses etwas hellere Pink halt hierfür her. Damit die ganze Sache noch ein bisschen glaubwürdiger wird, müssen wir mit der dunkleren Farbe diesen Strich hier durchziehen. So, und dann brauchen wir noch einen noch dunkleren Strich an der, praktisch an dem Übergang hier. So. Ups, der ist jetzt ein bisschen zu dunkel, dann helle ich den einfach mit dem Finger ein bisschen auf. Gehe mit dem Finger hier drüber und mache es hier ein bisschen dunkler. So, dann wenden wir uns dem Baumstamm zu. Das ist einfach auch wieder ein Violett mit Weiß. Ein bisschen Kylinblau noch dabei. Dass es so einen leichten Grauton gibt. So, hier an der Basis mache ich den Schatten ein bisschen tiefer. Seht ihr, was das wieder ausmacht. Und dann helle ich die Farbe halt auf. Beziehungsweise ich gehe einfach in das gematschige Weiß hier rein. Und jetzt mache ich mal hier die ganzen hellen Stellen. Hier, da. Hier, hier. Das ist zu hell. So. Ja, auf der Seite nehme ich ein ganz dunkles Grün. Mal gucken, was passiert, wenn ich das permanent grün mit preußisch blau mische. Jo, das ist ja mal ein dunkles Grün. Ne? Wirkt so ein bisschen unnatürlich. Gebe ihm ganz klein wenig Rot dabei. So, und das tupfe ich jetzt einfach hier so rein. Dafür sind halt so alte kaputte Pinsel halt wirklich super geeignet, weil man damit halt auch noch das Blattwerk so ein bisschen imitieren kann. Gehen wir die nächste Schicht an. Hier ist es nicht ganz so dunkel, weil hier schon relativ viel Licht drauf fällt. Trotzdem sind hier auch Schattenstellen, die ich brauche als Untergrund, damit ich nachher mit der helleren Farbe drüber gehen kann.
gehe jetzt nicht in die nasse Farbe rein, das seht ihr vielleicht, sondern ich arbeite jetzt da, wo ich denke, dass diese Farbe jetzt vielleicht ganz gut passen könnte. Also nicht hier in dem Bereich, dass es wirklich dunkel bleiben, sondern zum Beispiel hier unten, ne? Da kann es heller sein. So. Den Rest kann ich jetzt theoretisch mühsam mit dem Kleinen hier machen. Aber auch erst, wenn die ganze Sache trocken ist. Ich will das nur mal hier demonstrieren, wenn ich jetzt hier reingehe, dann kann ich hier so richtig. Ja, das halt im Originalbild auch zu erkennen. Das ist permanent. Grün ist echt ein tolles, gibt eine tolle Farbe. Ganz zum Schluss werde ich dann noch mit fast rein weiß noch ein paar Highlights setzen. Sieht immer besonders gut an den Stellen, wo praktisch ein Zweig nach vorne kommt und dann so ein bisschen Licht auffängt, mitten im Dunkeln hier zum Beispiel, ne? Sieht das dann schön aus. So, immer darauf achten, dass er nicht die dahinterliegende Farbe komplett abdeckt, weil es soll ja immer durchschimmern, ne? Dunkelheit soll ja erkennbar bleiben. So. Jo. Und jetzt kommt eigentlich der allerschönste Teil, nämlich die roten Blüten. Dazu brauche ich wirklich einen sauberen Pinsel. Also ich habe jetzt noch ein bisschen was von dem Cadmiumrot dabei gegeben. Ich mische das mal, muss mal gucken. Probier's jetzt mal mit einem Fächerpinsel. Ich werde euch dann, wenn es fertig ist, noch ein paar Detailfotos reinsetzen, wo ihr dann sehen könnt, wie toll es halt wirkt, wenn ihr das Bild an der Wand hängen hat, von der Seite dann eben mit diesen Eierschalen. Ne? Habt ihr Vorschläge für weitere Motive, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare rein. Ich lese immer alle Kommentare durch und nehme solche Anregungen immer gern auf. Und genau, ich wollte noch ein paar Highlights ganz in weiß setzen. Das mache ich jetzt auch noch. Nehme jetzt richtig ordentlich weiß und tupfe das jetzt halt an einigen Stellen nur drauf, damit ich hier noch ein bisschen mehr Tiefe reinkriege. So, nicht übertreiben, sonst geht halt der Effekt verloren. Ne? So. Viel Spaß beim Nachmalen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.